Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Gothic 1, Quentins Bande. Wir sind momentan hier schön am Marktplatz. Mal ein bisschen was für den Gerard wieder erfahren dürfen und reden jetzt mal mit den restlichen Schatten hier. Zum Beispiel Dexter. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen, wie es geht. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Kann schon sein. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Alt als Vorschuss. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Kann schon sein, aber wen interessiert... Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Das passiert mir nicht nochmal. Okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Erz. Absolut Idiot. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt genau. Lass uns lieber über was anderes. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Wir sind natürlich direkt am Erz interessiert. Dietrich hat er auch. Aber ansonsten hat er ja gar nichts, der hat ja wirklich einen Null. Wahrscheinlich hast du recht. Oh. Sehr, sehr sonderbar. Ich denke mal, Bier masseweise zu fressen bringt nichts. Bei Lobos hatten wir ja die Möglichkeit, ganz viel Kram zu fressen, um dann stärker zu werden. Da ist das Weihwasser. Wir verkaufen den Pfand und Becher. Und schon hat sich die ganze Tour auch rentiert, ne? Immer wieder dieselbe Leistung. Das lohnt sich noch hin heraus. Das lohnt sich noch. So, gehen wir direkt mal zu Fisk. Ich glaube, den. Jetzt babbel mich schon voll. Okay. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Das glaube ich nicht. Die Butlerhose ist gar nicht so schlecht, aber das machen wir natürlich nicht. Ich glaube, auch wenn man eine Butlerhose kauft, schließt man sich den Butlern an. Und dann können wir nicht mehr neues Lager oder Sektenlager oder Banditen oder sonst was. Zeig mir deine Ware. Das wollen wir natürlich nicht. Der hat auch irgendwie überhaupt keine interessanten Waffen für uns, ne? Nee, tatsächlich nicht. Da sind wir schon überall drüber. Der Schlüssel zu Mertana. Geschichte von Corinnes. Das ist eine coole Sache. Vielleicht kaufen wir uns die Bücher irgendwann und lesen die mal. Vielleicht bringt das ja. Jetzt verkaufen wir die ganzen Schüsseln, die vermutlich Efis gehören, wieder an ihn zurück. Und fühlen dabei natürlich keine Reue oder sonst was.
Was können wir denn noch loswerden? Lass mal ganz kurz schauen. Nahrungsmittel und Tränke natürlich nicht. Den Kram brauchen wir noch. Die Bücher haben wir eigentlich schon gelesen. Theoretisch könnten wir sie ihm verkaufen, aber das lasse ich, bevor ich sie dann ein zweites Mal kaufe. Wir können noch Becher loswerden. Becher kann er haben. Pfannen haben wir auch noch zwei. Besteck kriegt er noch. Was kann noch weg? Was kann noch weg? Will ich so... Ja, komm. Was will ich mit denen? Was will ich mit den Essenzen magischer Energie? Wenn nicht verkaufen. Und dann kriegt er noch 7 Nägel, so. Fertig. Bitteschön. Hauptsache, wir bekommen das ganze Erz. Und haben schon 1000. Ja, was ich sagen wollte, die Quest mit Dexter, ich weiß gar nicht, ob man das überstrapazieren kann. Aber irgendwie lass es immer kurz vor sein. Hätten wir auch mal probieren können. Dass es uns einfach einen Vorschuss gibt, aber mein Gott, also es mangelt uns eh nicht an Erz, also was sonst. Alles klar bei dir? Es ist mehr oder weniger dasselbe wie vor 15 Jahren, nur dass der Nacken des Mannes älter wird und die Kraft in seinem Arm, in seinen Armen nachlässt. Ja, der erzählt immer dasselbe. Den haben wir hier. Und wer bist du? Ich bin Fallon. Ich war früher Fassbinder in Drelis und habe ganz gut gelebt. Ich nehme an, dir ist etwas zugestoßen? Irgendein Idiot. Was für ein Idiot? Eines Tages kam ein Mann in meine Nähe. Tag und Nacht feierte er Trinkgelage mit seinen Freunden. Er brüllte, fluchte und spielte auf seiner Laute. Ich zeigte ihn bei den Behörden an, aber es kam niemand. Und eines Tages war das Maß voll. Ich stach mit einem Dolch auf den Hänfling ein. Und ich wurde... Und ich wurde hier abgeladen, was? Egal. Warum hast du dich den Butlern angeschlossen? Und wem hätte ich mich anschließen sollen? Sei die Beste unter den schlechten Möglichkeiten. Denn alle waren mehr oder weniger schlecht. Nur die Erzparole. Aber die sind aus allen Gruppen heraus. Aus allen Gruppen heraus. Angeblich waren sie früher gewöhnliche Sträflinge. Ich würde Gomez gerne in Lumpen sehen. Das wäre ein interessanter Anblick. Ja, sicher. Aber ich fürchte, Gomez selbst würde so etwas nicht mehr freiwillig anziehen. Und damit hat er schon nichts mehr zu erzählen. Sehr, sehr schade. Dann... Mordrak, babbel mich voll. Los. Hey, Neuer. Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Sollen wir ihn aufs Problem ansprechen? Ich weiß gar nicht mehr. Am besten ist es ja, das gar nicht zu erwähnen, sondern mit ihm einfach ins neue Lager zu düsen und schon sind alle zufrieden. Aber, naja. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So? Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Zeig erst mal, was du hast. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Yo. Der hat ja gar nichts, der hat ja nicht mal Erz. Also irgendwas stimmt doch mit dem sein Händlerinventar nicht. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist doch kein Händlerinventar.
Also das kaufe ich nicht ab, da stimmt was nicht. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Also das mit dem Händlerinventar, das finde ich sehr, sehr komisch. Hallo Torkel. Ich hoffe, das ist nicht verbuggt. Da mache ich mir immer Sorgen bei Gothic 1. Und wer bist du? Ein müder Mann namens Torkel, was willst du von mir? Woran arbeitest du so viel, Torkel? Wir bauen ein Gerüst, auf dem bald ein paar Arbeiter mehr herumlaufen werden. Gomez hat den Befehl zum Wiederaufbau des Turms gegeben. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll, aber ein Befehl ist ein Befehl. Ich schätze, das ist besser als die Arbeit in der Mine. Natürlich ist es das. Übrigens kannst du etwas Erz verdienen, indem du den Schrott verkaufst, der bei dem Bau anfällt. Nägel, Spitzhacken und so weiter. Wenn du mal ein paar Nägel brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Er hat aber nichts zu erzählen. Aber hier liegen tatsächlich ein paar Sachen rum. Und anstatt, dass er irgendwie der Meinung wäre, dass man diese ganzen Sachen hier aufhebt, für weitere Arbeiten, sagt er einfach, ey, bedien dich hier an dem Kram, der übrig bleibt. Ein netter Kerl. Dann lassen wir uns natürlich nicht lumpen. Nehmen alles mit. Aber hier im Eck ist ansonsten nichts. Also ein paar, wie er gesagt hat, ne? Nägel, Spitzhacken, Hämmer, so Kram halt. Sieht aber auf jeden Fall cool aus, das Gerüst. Und das gefällt mir auch. Das ist mir in Gothic 1 schon immer irgendwie so ein bisschen negativ aufgefallen. Da fällt einfach so ein Turm auseinander und jeder findet sich damit ab und keiner will es reparieren. Obwohl man hier ja im Prinzip die oppressive Gesellschaft hat, sowas auch durchzusetzen, sowas zu reparieren. Und warum soll man seine Burg kaputt lassen? Also das macht keinen Sinn. Immer so ein Krautstampfer hier oben. Sonst ist ja nix. Und ich glaube, da kommen wir auch nicht hoch. Nee, cool. Sieht cool aus. Sieht cool aus. Da unten ist sogar eine Hütte, die eigentlich normalerweise zusammengefaltet ist. Und die wurde wieder aufgebaut. Vielleicht finden wir da auch noch eine neue Person. Ja, also wie erwähnt, ganz viele neue Personen, neue Quests, alles neu. Hoffentlich geht Mordrak nochmal schlafen. Schön, dass hier alles belebter aussieht als im Standardspiel. Und hier haben wir ein kleines Lebensmittellager oder so. So macht das fast den Anschein. Liegt hier noch Kram drin rum? Nee. Allzu viel ist ja auch gar nicht. Da liegt noch ein Apfel auf der Bank. Ist ja wirklich cool, die haben hier eine kleine Taverne reingebaut. Finde ich mega. Nee, das hat was. Darf man sich das Bier hier nehmen, oder gibt es dann gleich Stress? Darf ich hier ans Bier? Willkommen, jeder Neuankömmling erhält von mir einen Willkommenstrunk. Genieß deinen Drink. Ist das deine Taverne? Ja, ich führe sie mit Tores Erlaubnis. Der meiste Schnaps wird schon in Buddern gekauft. Die Gardisten schauen hier selten vorbei. Gelegentlich kommt Bloodwin oder Cutter hierher. Wie hast du die Butler für dich gewonnen? Schließlich bist du ein Gardist. Alles, was du tun musst, ist nett zu ihnen sein. Sie sind Menschen, genau wie wir. Ich habe es aufgegeben, mich selbst zu erhöhen. Ich verdiene sowieso mehr als die normalen Gardisten. Das Geschäft floriert. Dann zeig mal her. Wie du willst. Ein neuer Händler. Rezept für Konfitüre, für Beerenkompott. Der hat tatsächlich mal ein bisschen was an Gedöns anzubieten. Mal gucken, ob wir dem noch irgendwie... Aber der hat doch hier eine Taverne. Das heißt, er braucht Bier. Was will ich mit 60 Flaschen Bier? Ganz plump gesagt. Salz, zwei Rezepte. Ach komm, nehmen wir die Rezepte halt mit. Vielleicht finden wir sie auch, aber wenn wir sie haben, haben wir sie halt. Und die Äpfel will ich auch noch haben. Dann kriegt der dafür einfach noch ein paar Flaschen Bier. Wie gesagt, die trinkt man eh nicht. Nicht in diesen rauen Mengen.
Und was kriegt er noch? Was kriegt er noch? Was können wir da noch abdrücken? Er kriegt doch 2 Fackeln. Was will ich mit 30 Fackeln? So. Vielen Dank. Und dann lesen wir uns den ganzen Kram hier mal durch. 3 Beeren, 2 Wasser, 2 Serapis, 2 Mal Zucker, süßen beliebt bei Buddlern. Also Diggern. 4 Beeren, 2 Wasser, 2 Serapis, Delikatesse der Schatten, alles klar. Hier haben wir noch Samuel. Darf ich hier in die Truhe oder gibt es hier gleich ein richtiges Gefetze? Rechts, 3-mal links und natürlich juckt's niemanden. Finde ich gut. Dann reißt er mich auch mit. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar Leute, die wir nicht kennen. Mit Namen. Samuel, Thompson. Viele neue Gesichter. Erstmal zum Koch. Und wer bist du? Mein Name ist Samuel, ich helfe in der Taverne aus. Normalerweise koche ich hier etwas. Ich kann dir ein paar Rezepte verkaufen. Na, dann zeig mal her. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Ah, Käsesuppe, Crawlersuppe, Scavenger-Suppe. Aber bei dem kosten die Flat Erz. Also kein Händlerinventar. Das heißt, da können wir nicht praktisch tauschen. Da müssen wir einfach Erz in die Waagschale werfen. Und wie gut ist das Bier hier? Ziemlich gut, direkt aus Methana importiert. Der König versucht dafür zu sorgen, dass Gomez und seine Leute hier ganz gut leben. Ich bin Thompson, ich wurde gerade von der alten Mine ins Lager geschickt. Ich habe meine Arbeit bereits getan, also lässt Ian mich ausruhen. Es ist ziemlich stark aus wie ein Butler. Nun, jeder Butler hat eine Vergangenheit. Du wärst wahrscheinlich überrascht, wer die anderen waren, bevor sie in die Barriere geworfen wurden. Das größte Problem hier in der Kolonie ist, dass man sich für Erzbarone, Gurus und andere Herrschaften herumtreiben muss, um ein anständiges Einkommen zu erzielen. Ja, das verstehe ich. Ich sehe auch, dass du eine gute Waffe hast. Die anderen Butler, die ich gesehen habe, benutzen normalerweise Spitzhacken oder Knüppel zum Kämpfen. Ach ja, ich habe dieses Schwert gefunden, in der Mine, bei der Leiche eines der Gardisten. Ja. Mit Sicherheit. Und hier haben wir noch einen Bandit und einen Gardisten. Ripp. Was machst du hier? Ich sitze, ich trinke ein wenig, um zu leben, nicht um zu sterben. Vor ein paar Wochen wurde ich ein Gardist. Ich verstecke mich hier, damit mich niemand erwischen kann. Erwischen? Wobei denn? Beim Nichtstun, hä? Ich verlasse die Taverne nur ab und zu. Die anderen Gardisten sehen hier sowieso selten rein. Ah, alles klar. Und du bist? Uninteressant. Wie es scheint. Also das mit der kleinen Taverne hier finde ich echt ganz nett. Gefällt mir. Immer noch eine Kiste, die wir öffnen können, die nicht abgeschlossen ist. Und in der befinden sich weitere Nägel. Ja, das mit den Nägeln, ich kann mir vorstellen, dass es vor allem gerade auch mit Hinblick auf den Tagebucheintrag noch mehrere Möglichkeiten gibt, irgendwas hier zu reparieren. Deswegen bin ich mal gespannt, was da noch so kommen wird. Das heißt, wir behalten auch mal ein paar Nägel und benutzen nicht immer nur zum Tauschen. Gerade weil wir momentan relativ souverän dastehen, finanziell. Wir haben 1000 Erz, ne? Das sind die 1000 Erz, mit denen wir theoretisch sogar bei Torus in die Burg könnten. Aber natürlich sind wir nicht bekloppt. Da geht man ja nicht mit roher Gewalt rein, blöd gesagt, sondern mit Trägerin. Ralf! Hallo. Was machst du hier? Baue Keulen, normale mit Stacheln besetzte, was immer du willst. Was kannst du mir über diesen Teil des Lagers erzählen? Na, hier stinkt es gewaltig und das alles nur, weil die Butler eine Müllhalde neben meiner Hütte errichtet haben. Warum ziehst du nicht um? Wohin denn? Der Gestank stört mich nicht mehr. Außerdem wird diese Gasse nicht von Gardisten beschützt. Niemand stiehlt mein Erz und ich habe meine Ruhe. Nun gut, kommen wir zurück zum Thema der Umgebung. Was willst du noch von mir wissen? Das ist der ärmste Teil des Lagers. Das ganze Lager hier dreht sich um das Arena-Geschäft. Skelti verdient Millionen an den Narren, die sich die Kämpfe ansehen. Sehr wichtig ist auch die Schmiede, sie befindet sich weiter oben, ungefähr dort. Du kannst sicher den Rauch aus dem Schornstein des Ofens aufsteigen sehen. Uno ist geachtet, er ist zwar kein Meisterschmied, aber er kann einfache Verzierungen an einem Schwert anbringen. Das gefällt Whistler besonders gut. Dieser Kerl wird sich nie ändern, er behandelt Waffen wie Spielzeug. Nun, aber alles in allem, wenn ich so viel Erz hätte wie er. Whistler hat eine Menge Erz.
Ja, sicher, er verkauft ja auch Kleidung, genau wie Fisk, nebenbei bemerkt. Die beiden stehen in Konkurrenz zueinander. Whistler hat jedoch eine größere Auswahl an Hosen, weshalb mehr Leute dorthin gehen. Fisk hingegen hat gute Waffen von Huno und viele kleine Dinge wie Dietrich und Werkzeuge. Mögen sie sich nicht nur, weil sie sich gegenseitig Konkurrenz machen, oder hat der Konflikt einen tieferen Grund? Weiß ich nicht, Fisk handelt schon ewig, Whistler hingegen hat erst vor ein paar Monaten ein Geschäft aufgemacht. Ein Dieb erzählte mir heimlich, dass Whistler seit mehreren Jahren ein kleines Vermögen, das er den Erzbaron geraubt hatte, aufbewahrt hatte. Erst jetzt hat er beschlossen, es zu investieren und bezahlt zwei Näher, die für ihn Kleider anfertigen. Ich glaube, er bezieht seine Fälle von Jägern. Sein ganzes Nähgeschäft ist ein einziger großer Betrug. Du wirst fragen, warum? Nun, er benutzt Ians Männer, die aus der Mine gekommen sind, um die Arbeit zu erledigen. Sobald der Leiter der Mine davon erfährt, wird Whistler in Schwierigkeiten geraten. Du weißt es vielleicht nicht, aber Ian und Torus sind Kumpel. Ja, danke, dass du mit mir redest. Ich habe kein Problem damit. Dir scheint es gut zu gehen. In der nächsten Folge reden wir noch ein bisschen mit Ralf. Interessante Hintergrundinformationen über die Entwicklungen hier im alten Lager. Und ja, dann bis in der nächsten Folge machen wir gerade weiter. Bis dahin. Tschüss.